Das Maiwetter ist einfach zu kalt. Es könnte der kälteste Mai seit über 30 Jahren werden. Woran liegt das? Wo ist die warme Luft überhaupt hin? Das sieht man ganz gut, wenn man hier mal raufschaut. Also es ist so, dass das Hochdruckgebiet zu weit im Osten liegt und damit kommt die warme Luft ja bis zum Weißen Meer voran. Also im Norden Russlands haben wir im Laufe der Woche fast 30 Grad, während wir in Berlin nur 15 Grad haben. So, wir liegen mit Deutschland immer nördlich vom Jet. Das heißt, die warme Luft wird von uns abgeschnitten und deswegen kommt zwar mal in der Woche ein bisschen wärmere Luft zu uns, die kann sich aber nicht richtig halten. Also es bleibt eher kühl und wechselhaft in Deutschland. Naja. Das heißt aber nicht, dass das Wetter immer schlecht sein muss, denn im Mai ist die Sonne ja immerhin so stark wie im Juli, also wie die Sommersonne. Und damit lohnt sich doch ein etwas genauerer Blick. So, schauen wir mal auf Samstag. Da haben wir auf jeden Fall erstmal Regen im Süden. Der zieht durch, ja, wahrscheinlich schon bis Mittag. Und im Nordwesten haben wir auch etwas Regen, so wahrscheinlich Schauer. In der Mitte ist es gar nicht schlecht, da kann es auch mal Schauer geben, aber viel Sonne auch mal sozusagen zwischendurch. Dann haben wir den Sonntag, da sehen wir nur noch Schauer im Norden, im Süden ist es freundlich. Und dann kommt der Montag, da sehen wir tatsächlich große Unterschiede. Da sehen wir wenig Regen. Es könnte allerdings sein, dass im Süden sich so eine 5B-artige Wetterlage ausprägt. Dann haben wir Schnee und viel Regen an den Alpen. Okay, wenn wir uns die Gesamtregenmenge anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, okay, im Norden passiert was, im Süden passiert was und zwischendrin ist es eher wenig, eher nur ein paar Schauer. Und jetzt, um zu entscheiden, welches wirklich der beste Tag ist, schauen wir uns nochmal den Wind an, denn das ist wichtig. Und da sehen wir am Samstag, da kann es sein, dass es zwischenzeitlich sogar mal stürmisch wird, also vielleicht nicht so schön. Am Sonntag haben wir nur immer noch recht viel Wind im Norden, aber am Montag ist fast nichts mehr zu sehen. Und damit wird Pfingstmontag der beste Tag an Pfingsten. Ich kann zwar keine 25 Grad versprechen, aber trotzdem wird das Wetter nicht schlecht. Mit viel Sonnenschein und dann fühlt in windgeschützten Gegenden oder in windgeschützten Ecken ist es dann auch schön warm. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.